meine Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Spielanalyse. Ich begrüße unseren Gästetrainer aus Duisburg, Franz Fritzmeier, herzlich willkommen. Und der Trainer der Löwen Frankfurt, Tim Keller. Und unser Diplom-Übersetzer, Dr. Matthias Scholze. Ja. Herr Fritzmeier, nach 110 Sekunden zwei Tore der Löwen, war das die Vorentscheidung? Ja, erstmal guten Abend. Ne? Und erstmal möchte ich meine Gratulation an Tim und seine Mannschaft aussprechen. Congrats for you and your team for a great game. I'll say from you guys. And ja, zur Frage. Ich denke natürlich, wenn du nach 110 Sekunden 2-0 hinten bist in Frankfurt, ist schon tief in Tiefschlag. Ne? Danach schießt was 2-1 und ja, haben uns dann ein bisschen besser ins Spiel gekämpft. Und ich möchte meiner Mannschaft nie vorwerfen, dass sie in so einem Spiel wie heute hier in Frankfurt nicht bereit war zu spielen. Ne? Aber es hat nicht gereicht, unsere Bereitschaft. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben direkt die zwei schnellen Tore geschossen, haben uns dann Schneid abkaufen lassen. Und wobei ich auch sagen muss, Frankfurt hat halt eine absolute Top-Leistung gebracht, ja, haben uns niemals unterschätzt, ja, haben ihre Klasse gezeigt. Und dann denke ich, hat man heute deutlich gesehen, dass wir nicht so weit weg sind von Frankfurt, aber auch nicht so nah dran, wie viele vielleicht denken. Ja. Nichtsdestotrotz ist am Ende des Tages nur ein Spiel. Ob du dann 1-0 oder 5-1 verlierst, ja, es war eine Lehrstunde für uns. Ja, und, aber ich denke, wir werden uns schnell erholen und am Sonntag dann gegen Herne zurückschlagen und dann, ja, und dann im nächsten Spiel hier wieder hoffen, Frankfurt mehr die Stirn bieten zu können. Danke. Wie ist denn, ja, Dankeschön erstmal. Wie ist denn überhaupt die Option für Duisburg? Wie groß ist denn der Wille, in die zweite Liga aufzusteigen? Ja gut, wie allseits bekannt ist, führen wir hier ein gewisses Konzept. Was bedeutet Nachwuchsförderung? Also wir sind, in Deutschland gibt es nicht viele Mannschaften, die das betreiben, mit einem sehr großen Aufwand. Ja, wir versuchen die Spieler bereit zu machen, auszubilden für die DEL-Vereine. Ja, was aber natürlich auch bedeutet, dass wir nicht so viel Erfahrung in der Mannschaft haben und viele Spieler dabei sind, die sehr viel Potenzial haben, aber noch nicht so weit sind. Ja. Unser Ziel ist es immer in jedem Spiel uns die Chance zu geben, zu gewinnen. Ja, wenn am Ende, wie vor 2 Jahren, wo wir im Finale waren, wo es knapp war, wenn der Aufstieg rausspringen würde, würden wir uns nicht wehren dagegen natürlich. Ne? Aber unser Konzept wird bestehen bleiben. Ja? Wir führen dieses Konzept, das sehr erfolgreich und sehr anerkannt ist, fort. Ja? Und ja, daran würde auch ein Aufstieg nichts ändern. Danke. Ja, Dankeschön nochmal für die Erklärung. Ja, Tim, und Glückwunsch zu einem großartigen Spiel heute. Thank you. Oh, it's working. Thank you. Thanks, Franz. Before I talk about the game, I just would like to pass along congratulations to our sport director, Rich Chernomaz. Tonight, he led Team Hungary, their under-20 team, to a world championship in the Division 2A in Miskolc. So they beat the Netherlands tonight and with a 4-0 record have clinched promotion to Division 1B for next year. So congratulations, Cherno. And we look forward to him being back here on Sunday. As far as the game goes tonight, Franz is right. We've got a lot of respect for his team. They've played us very hard in the four previous matches that we've played, and certainly they played hard tonight. But I thought we were very determined from the very first drop of the puck. We brought a physical element tonight that we haven't seen or haven't brought against Duisburg in previous matches, and I certainly thought that tipped the ice in our favor. I thought that Bjorn Linde was effective in net when called upon, but really the difference in the game to me was the way our defensemen retrieved pucks and got them moving up ice quickly, and I thought our transition game, our ability to counter and quickly go from defense to offense was as good tonight as I've seen it in some time. So. It's a positive start for us in the second round, and there's lots of tough games ahead that our group is excited about playing. I think our fans are in for a real treat getting to see the likes of Duisburg, Kassel, and the others that are in this second round. I think the hockey is going to make for competitive and compelling games to watch. So, thanks very much, and we'll see you guys here next week. Yeah, thank you.
zu Matthias. Also, zunächst möchte er Rich gratulieren, der mit der ungarischen U20-Nationalmannschaft heute aufgestiegen ist in die 1B-Gruppe. Das ist ein Riesenerfolg für ein kleines Eishockey-Land wie Ungarn. Also auch nochmal, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an Rich, der jetzt am Sonntag zurückkommen wird. Zum Spiel, Tim hat großen Respekt, oder wir haben alle großen Respekt vor dem, was Franz mit den Duisburgern macht. Und der Schlüssel für Tim war heute, dass wir sehr hart von Anfang an gespielt haben und sehr entschieden in das Spiel gegangen sind. Vor allem auch das physische Element hat heute dazu beigetragen, dass wir nicht wie in den Spielen voran Duisburg vielleicht mehr Raum gelassen haben oder mehr Zeit gelassen haben, sondern die Physis war heute sehr gut. Björn war auch ein großer Faktor heute, ein sicherer Rückhalt mit nur einem Gegentor, das er in der Frühphase bekommen hat. Und was Tim ganz besonders erwähnt hat, ist das gute Transition Game, also das Umschalten von Abwehr in den Angriff. Das war heute mit das Beste, was er von unserem Team gesehen hat. Und deshalb freut er sich jetzt auf die weiteren Spiele gegen Duisburg und Kassel und auch die anderen Gegner, denn in der Summe wird es enger zugehen, auch wenn es heute vielleicht deutlicher war wieder vom Ergebnis. Aber die Teams sind enger und es ist nicht so weit der Abstand und deshalb freut er sich auf die Unterstützung der Fans in den kommenden Spielen. Ja, danke schön, Herr Professor Dr. Scholze. Ja, wir haben noch einen Endstand, Kassel gegen Königsborn, stand es kurz vor Schluss 5:3. Beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Augsburg stand es zur Halbzeit 1:1. Hat einer aktuell? Steht immer noch 1:1 wahrscheinlich. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen ein wirklich wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, Sie haben ein paar ruhige Tage und sind dann wieder fit am 27.12. um 19.30 Uhr bei uns. Also Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest für unsere internationalen Gäste. Jetzt die Weihnachtswünsche von Professor Dr. Matthias Scholzer. Bitte schön, Herr Scholzer. Frohe Weihnachten wünschen. In den internationalen, ja. Merry Christmas and a Happy New Year. Ja, ja, wir haben noch mehr. Französische Gäste. Okay. Joyeux Noël et une bonne année. Ja, okay. Und Italiener vorne. Buon Natale e un felice nuovo anno. Ja, anno nuovo. Ja, okay, das war ganz gut. Unser Hauptsponsor ist die VDB Direktbank, hat ihren Sitz in Österreich, kommt aber eigentlich aus Russland. Ja, damit erwischst du mich nicht. Stradzidzwon i Novum Godam. Bitte schön, meine Damen und Herren. Bayerisch noch, und jetzt noch von Herrn Franz. Springt gerade noch Franz Fritzmeier ein in Bayerisch. Muss ich mir jetzt bemühen, so lange in Duisburg, muss ich einen auspacken. Aber ich wünsche euch alle dann frohe Weihnachten, kommt's gut rein ins neue Jahr und dann sehen wir uns wieder. Ja, danke schön, super. Ich glaube, wir haben keine Nationalität vergessen. Vielen lieben Dank an euch und wir sehen uns am 27.12. Dankeschön und Dankeschön an Tim Keller. Dankeschön. Super, Matthias, Traumjob. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.